Ja, und damit würde ich sagen, wir sind live. Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Lange ist es her, jetzt bin ich mal wieder live. Und zwar mit einem Spiel, das ich zumindest sehr heiß erwartet habe, dass es rauskommt und dass ich es endlich spielen darf. Wir reden von Railroader. Mensch, also gerade die Railroads Online-Spieler werden richtig heiß auf das Spiel sein. Es geht ja so ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber man darf sich ganz vergleichen damit. Railroads Online hat doch ein bisschen anderen Spielaspekt wie Railroader. Und ja, wir werden heute erstmal einen kurzen Livestream machen. Wir werden mal ein bisschen Güter rumfahren. Ich werde euch ein paar Details zeigen vom Spiel. Und ja, mal schauen, was wir sonst noch so erleben werden. Ich sag's gleich vorweg, der Stream wird nicht allzu lang werden. Ich bin momentan nicht so ganz auf der Höhe. Aber ich dachte, ich mache mit euch die ersten Gehversuche. Und Stichwort erste Gehversuche. Ich habe das Tutorial schon mal abgeschlossen und bin für mich schon mal ein bisschen rumgefahren. Also knapp 2 Stunden Spielzeit habe ich jetzt so im Spiel drin. Mehr noch nicht. Also ich kann euch erst mal das erzählen, was ich so gehört habe und was ich selber so erlebt habe. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an mit der Strecke so ganz an sich. Es gibt eine Karte, die man sich aufmachen kann. Und das ist die Streckenübersicht. Es gibt ja immer wieder so Abschnitte, die hier nicht verbunden sind. Und das wusste ich am Anfang nicht. Das sind so Abschnitte, die man erst reparieren muss. Weil die Geschichte ist ja irgendwie so, dass es hier so eine große Überflutung gegeben hat. Und die ganze Strecke muss jetzt wieder aufgebaut werden und Bahnhöfe kann man dann upgraden, all solche Sachen. Also man hat nicht gleich von Anfang an die komplette Strecke. Eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ja, wo sind wir momentan? Wir sind hier, also kurz vor Whittier und haben hier quasi unseren Interchange. Sprich, die Hauptstrecke kommt hier mit Sachen an, bringt uns quasi hier die ganzen Güterwagen, die wir dann zu den Anschlüssen bringen können und müssen, damit wir hier Geld kriegen. Wir starten mit dieser schönen Dampflokomotive und wir haben noch eine zweite. Die ist im Tutorial in Gleis, die steht momentan hier drin. Ist momentan nicht unter Dampf und wir werden mit der auch in dem Stream erstmal nicht fahren. Die ist normalerweise hier hinten. Und rein von den Grafikeinstellungen sind wir auf fast maximal. Ich hoffe, der Stream und OBS macht soweit mit und wenn es irgendwie Probleme geben sollte oder dass die Musik zu laut sein sollte, schreibt mir das bitte in den Live-Chat rein. Jo, so viel dazu. Wie funktioniert Railroad? Also wir haben hier diese Nebenstrecke, wir haben die ganzen Industrien, die wir bedienen sollen. Und wir haben hier quasi eine Firmenübersicht. Ich glaube, das war das hier. Das ist jetzt meine Firma, die Black Lion Railroad. Wir haben hier so eine Reputation, die man sich aufbauen kann. Wir haben eine kurze Finanzübersicht. Wenn wir hier in die Milestones reingehen, das sind da die Punkte, die wir abschließen sollten. Erster Punkt ist zum Beispiel Repair Ela Track and Bridge. Phase 1 von 3. Da müssen wir Güter hinbringen, damit wir den nächsten Streckenabschnitt quasi freischalten können, damit man da hinfahren kann. Ja, also das wäre in dem Sinn, ich zeige euch das mal, ganz am Anfang hat man eben den Abschnitt hier. Hier da hinten ist die Holzfällehütte mit dem Stich. Da vorne ist Ella. Und diesen Abschnitt hier, den gilt es zu reparieren, damit wir hier den nächsten Abschnitt haben. Das Witzige ist, wir haben hier in dem Abschnitt noch nicht mal Signale. Wir haben nur diese Tafeln, die wir von Railroads Online kennen. Aber das können wir dann später auch upgraden. Das finde ich schon cool. Das motiviert dann, dass man dann hier weitermacht, Geld verdient und Co. Ja, zudem nochmal. Also wir haben hier Finanzübersicht. Also ich gehe jetzt ein bisschen im Schnellen durch. Ich werde dann noch ein eigenes Tutorial für das Ganze machen. Man hat dann hier die Locations, die was man momentan so freigeschalten hat. Also Standorte. Und für die unterschiedlichen Standorte kann man dann Verträge annehmen. Das sind dann hier diese Tiers. Und dann bekommt man entsprechend die Güterwagen. Nehmen sie da hinten. Und bringt die dann zu den Industrien. Und im Gegensatz zu Railroads Online, die Güterwagen werden nicht sofort entladen oder beladen, sondern es braucht seine Zeit. Das Spiel läuft jetzt hier momentan in Echtzeit ab. Um 6 Uhr in der Früh kommen hier die Wagen rein, aber auch das lässt sich einstellen. Ich glaube, das war unter Settings, Interchange, das ist jetzt das da unten. Da kommen die Sachen an. Man kann das einstellen, wie schnell die Zeit verläuft. 1:1, 2:1 und so weiter.
momentan lasse ich es mal auf 1:1 Tag 3. So, jetzt schaue ich mal kurz in den Live-Chat. Aspekt, bei mir war der Ton noch zu leise, ich habe gerade selber behoben. Hat es auch Multiplayer? Ja, es hat Multiplayer. Angeblich bis zu 16 Spieler, aber momentan spiele ich das im Singleplayer. Es ist geplant, dass ich dann entsprechend natürlich auch Multiplayer machen werde, jetzt hier vor dem Early Access mit mindestens einer Person. Und ab dem Early Access werden wir dann das in der Community hier machen, mit Fahrdienstleiter, mehreren Logs und Co. Ja, soweit der Plan. Für unser erstes Angezockt hier, wenn wir die Lok hier nehmen, werden wir mal hier diese Güterwagen hier ankoppeln. Und die haben alle unterschiedliche Destinationen. Wenn ich die Taste Tab drücke, sehe ich, wo die hin müssen. Da haben wir hier die Whittier Sawmill, die ist gleich da hinten. Dann haben wir hier Stencil MFG, dann Holyfield Heating Oil und Ellerhouse ER1. Und wir werden das erstmal ankoppeln und werden uns erstmal um den allerersten Wagen hier kümmern. Ich zeige euch mal kurz, wo der hin muss. Da werden wir jetzt nämlich ein bisschen rangieren müssen. Er muss nämlich nach hier unten, nach hinten. Sprich, wir werden den rausziehen, werden dann einmal auf die andere Seite fahren, nochmal ran und den dann da reinschieben. So ungefähr der Plan. Und falls ihr denkt, Field of View ist ein bisschen schräg, ja, das ist noch ein bisschen schräg. Ich habe das noch nicht feiner gestellt in dem Spiel. Okay, was haben wir noch? Beim Swobby machen, gucken wir das Video in Live. Ja, die Bremsen sind nur spannend. Ich glaube, ich zeige euch das jetzt erstmal. Wir werden jetzt hier mal ankoppeln. Beziehungsweise, ich kann die Lok fernsteuern. Da gehe ich mit Steuerung, klick drauf, hab die Lok dann. Kann mir schauen, wie der Zustand so ist, was sie gerade macht. Kann ihr jetzt mit der Kamera folgen oder ich wähle sie aus. Dann habe ich hier quasi die Steuerung, um sie von hier zu steuern. Ich kann natürlich auch einsteigen und sie in der Lok steuern. Werden wir natürlich gleich noch machen. Kann ihr einstellen, wo sie hingehen soll zum Reparieren etc. Mit dem habe ich noch nicht sehr viel rumgespielt. Kann der Crew zuweisen. Das ist dann gerade für Multiplayer interessant. Und Orders, das ist jetzt quasi dann für die KI. Manuell, ganz klar, ich fahre sie. Wenn ich auf Road-Modus bin, dann kann ich ihm sagen, fahr vorwärts, fahr rückwärts zu einer bestimmten Maximalgeschwindigkeit. Und er tut dann selber bremsen, wenn die Gleisgeschwindigkeit sagt, ich mache was Langsameres. Oder wenn er zum Beispiel hier auf Wagen zufährt. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Ja, Weiche passt. So, jetzt vorwärts, Höchstgeschwindigkeit 10. Und da wird er gleich mal losfahren. Und es geht los. Jetzt müsst ihr dann unten beim Status recht schnell sagen, ja, vor mir ist ein Wagen. Beziehungsweise bei dem Punkt bin ich schon. Looking into another train. Da fährt er jetzt nicht mehr weiter. Ich könnte jetzt mit Yard-Modus weitergehen. Da kann ich zum Beispiel sagen, fahr 5 Wagenlänge nach vor, nach zurück oder eine halbe. Das ist schon eine coole Sache. Wir werden jetzt erstmal manuell hier fahren. Ich will die ja hier ankoppeln. Und lösen mal die Bremsen. Und gehen zu die Wagen hier hinten. Hoffen wir mal, dass wir im Stream nicht hier entgleisen. Oh, das Field of View. Das ist irgendwie ungeil. Ich muss das mal noch ein bisschen einstellen. Das ist nicht das, was ich wollte. War denn das? Hier. Graphics. Ich gehe noch ein bisschen hier so. Hab die perfekte Einstellung noch nicht gefunden. So, jetzt sind wir hier angekuppelt. Jetzt müssen wir natürlich die Bremsleitung hier anschließen. Das kann man jetzt auf zwei Arten machen. Entweder man macht es händisch, inklusive Ventil auf und Ventil zu. Oder man macht es automatisch. Ich mache es jetzt mal manuell. Und jetzt haben wir quasi verbunden. Aber die Ventile sind noch zu. Sprich, ich muss die jetzt hier aufmachen. Und das gleiche auch auf der anderen Seite. Und entsprechend ist das auch umgesetzt. Ich meine, die hier sind alle schon gekuppelt. Aber wenn ich jetzt ganz hier hinten aufmache, dann
haben wir kein Glück mehr mit der Bremse. Das ist schon eine coole Sache. Cedre, das wär's. Ich glaube, da ist die Handbremse noch dran. Und das Rädchen dafür, da oben. Release, das sieht man übrigens an diesen Punkten hier. Und auch hier Handbremse. Und nachdem wir den hier nach unten bringen sollen, werden wir jetzt mal schauen, wie der Plan ist. Wir werden hier mal nach vorne fahren. Ja, guter Plan. Was machen wir da? Ich glaube, wir werden mit dem ganzen Konvoi erstmal bis zu der Weiche hier hinfahren. Nehmen wir uns den einzelnen Wagen. Stellen den dann hier ab auf dem Gleis und fahren von der anderen Seite wieder rein, damit wir den nach da unten bringen können, nach darüber. So ungefähr der Plan. So, was meine? Also ich bin schon in der Ego-Perspektive. Dann werden wir mal hier in die Lok reingehen und haben wir mal unseren Spaß. So. Rein da. Natürlich kann man hier alles mit der Hand bedienen. Selbstverständlich. Wobei die Hitpoints finde ich jetzt noch nicht allzu geil. Mal alles auf 0. 5W. Ah, die klingt geil. Tödele. Boah, ein bisschen Schmackes. Ja, ich glaube, da werden wir noch einige Stunden hier drin verbringen. Und das Spiel wird auch der Grund sein, warum es erstmal demnächst keine Rainbows Online Videos geben wird, außer da kommt was Signifikantes. Aber Rainbow oder wird das erstmal eine volle Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, kann dann gleich mal hier stehen. Sehr gut. Gehen wir mal wieder rein hier. Und werden mal den Kollegen hier abkuppeln. Wir werden hier mal zumachen. Ne. Hier lasse ich offen. Dann rollen wir nirgendwo hin und ziehen jetzt mit dem vor, beziehungsweise ich mache das mal von hier. Ich bin ja schon gespannt, wie das dann wird mit Century of Steam. Oh, Century of Steam ist ja dann wirklich mit Gleise verlegen. Hier ist die Strecke ja schon vorgegeben. Da kommen goldene Zeiten auf uns zu. So, Kollege. Ich denke, das... Ne, Moment mal. Wir müssen nach da vorne. Okay. Passt. Dann stelle ich mich mal kurz da hin. Oh, ist das viele View, das muss man echt irgendwie locken können. Das ist das Einzige, was mich momentan ein bisschen nervt. Stückchen noch. Wunderbar. Das passt.
Dann machen wir hier mal die Leitung zu. Hier auf. Okay, dann werden wir hier mal schauen, dass die Weichen hier passen. Die sind hier gerade. Wir sagen der KI schon mal rückwärts maximal 25. Und los geht's. Also sofern ihr dann die Spieler hier nicht hast, glaube ich, bist du dann ganz froh um die KI. Ach, hier passt hier auch. Dass sie dann diverse Güterzüge oder Personenzüge dann fährt. Oh, Fahrdienstleiter hier drin, das wird noch spaßig werden. Also der Plan vor Early Access ist, dass erstmal ein paar mehr konzentrierte Folgen zu Rayboarder rauskommen werden. Ich werde auch ein Tutorial machen. Ich schaue, dass ich das fertig habe, noch bevor der Early Access draußen ist. Damit ihr da einen guten Start habt. Das war so ein bisschen zu schnell. Denn deutsche Vertonung ist gut, ne? Deutsche Text für das ganze Interface kommt noch nicht. Es wurde mir aber gesagt, das ist auf der Roadmap, dass das dann noch kommen wird. Also generell bei Übersetzungen in die unterschiedlichen Sprachen. Aber rechnen Sie erstmal nicht in den nächsten Monaten damit. Englisch ist erstmal angesagt. Der Kollege ist falsch. Das ist auch noch ganz cool. So kann man die KI auch noch anhalten. Wenn der jetzt auf eine Weiche zufährt, die für ihn falsch ist, dann bleibt er davor stehen. Muss ich mal schauen. Es gibt auch die Option Controls, dass ich da Fuse hinlege. Steuerung F. Weiß aber noch nicht, wie das funktioniert. Steuerung F. Macht bei mir nichts. Keine Ahnung, wie das funzt. Ah, jetzt. Ah, okay. Und wenn er jetzt da drüber fährt. Sollte er anhalten, wenn es hier knallt. Yoshi, kannst du nochmal den Preis reinposten? Bin mir da ganz sicher, was es kosten wird. Ich glaube, es war knapp an die 30. Status Fuse. Hat sie schon erkannt. Kann ich auch wieder wegmachen? Extinguish. Ah. Cool. Zwischen 25 und 35. Den schmeißen wir mal um. Und den hier auch, den Kollegen. Gut, rückwärts, 10 bitte. Ja, aber der Preis, den finde ich soweit eigentlich absolut okay. Ich meine, das Ding ist wirklich umfangreich und wir kratzen jetzt hier erstmal nur an der Oberfläche. Spannend wird natürlich die Multiplayer-Performance. Aber das werden wir dann erst dann zum Start vom Early Access sehen, wenn so ein Server dann mal ausgelastet ist. Und ich freue mich schon drauf, dass wir dedizierte Server dann haben können. So, warum fährst du nicht? Ach so, ja klar, weil er den Wagen hier gesehen hat. Na ja, dann fahren wir selber. Soll der Bravour auch mal arbeiten, wenn nur die KI rumfahren. Hört sie das? Mach mal ganz kurz die Musik aus. Das klingt so geil. Also soundtechnisch ist schon geil. Okay, Musik wieder an. Einmal hier, also beziehungsweise ich muss hinten die Kollegen hier wieder zumachen. Sonst habe ich hier keinen Spaß. So, und jetzt habe ich hier einen Shift-Klick gemacht und dann macht er das hier automatisch. So,
Einmal Retour bitte. Beziehungsweise ich gehe jetzt mal wieder in die Lok rein. Dahin, dankeschön. Einmal Follow, dankeschön. Externe Kamera. Gut. Einmal da rein. Und das Schöne ist, in der externen Kamera kann man sich dann jederzeit hier so frei bewegen. Und jetzt würde ich gerne wissen, wo der hin muss. Der muss auf einen von diesen beiden Gleisen hier. Die Weiche wird passen. Was, wir ziehen mal hier nach hinten. Und wenn wir das erledigt haben, können wir mal ein bisschen Strecke fahren hier mit dem ganzen anderen Zeugs hier. So, follow. Ah. Das wäre natürlich von Vorteil, wenn ich in die richtige Richtung fahren würde. Also optisch macht es halt schon was her. Da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Wir bremsen hier. Dankeschön. Wimmel an. Ja, mache ich gleich. Hier. Gucken wir einfach mal hin. So, und wenn er dann auf dem richtigen Gleis ist, dann wird es gleich hier, ich nenne es jetzt wieder grau, aber nicht so farblich hinterlegt. Dann wissen wir, dass er erstmal auf der richtigen Position ist. Und dann steht er erstmal da für eine Weile. Und wenn es dann quasi entladen ist oder beladen ist, dann können wir es dann wieder abholen. Wir müssen jetzt zum Interchange springen oder zur Industrie. Je nachdem, was es für ein Auftrag ist. So. Jetzt ist quasi auf dem richtigen Gleis drin. Können wir hier anhalten. Und das war's. Der Job ist fürs Erste erledigt. So. 53 Dollar haben wir dafür gekriegt. Handbremse. Ran. Fertig. Okay. Dann holen wir uns bei unseren Güterzug und dann fahren wir jetzt endlich mal los. Auf die Strecke. Halt, gehen wir hier rein bitte. Dankeschön. So. Hey, da stimmt was noch nicht. Ich glaube, ich habe da was ganz Essentielles vergessen. Sollte vielleicht hier aufmachen. Cedre. Gut. Und einmal Retour. Aber wenn man denkt, dass man bei anderen Spielen für das, was ich da jetzt gerade mache, halt Mods braucht, es ist halt schon ganz nice für Quality of Life.
Also ist dann für alle Spieler halt was mit dabei. Also entweder auf Komfort spielen oder halt einigermaßen realistisch in dem Führerstand. Was macht man mit dem verdienten Geld? Ja, Lokomotiven kaufen, eigene Wagen kaufen, die Strecke ausbauen. So im Prinzip das. Damit die ganze Nebenstrecke dann quasi mal ausgebaut ist. Und dass du hier mal vorne ins Leiter spielen kannst. Auf das freue ich mich. Sedere, vorwärts. Ich mach mal einmal eine Gerade. So, was wir jetzt hier noch machen werden, ist Operations on Switch List. Was wir mit jedem Wagen noch machen. Und jetzt mal schauen, was die Lok macht. Denn jetzt haben wir hier oben, ich glaube, wo war denn das? Hier haben wir eine Switch List. Haben wir hier die Auflistung, wo hier was hin muss. Wunderbar. So, schön sachte hier ran. Perfekto. Da müssen wir nur noch ankuppeln und auch das geht in der freien Kamera. Ah, Komfort-Features. Nice. Södere. Also, wir haben da Stenzel MFG BB2. Das ist der erste Wagen hier. Jetzt können wir uns natürlich mal anschauen, wo ist denn das überhaupt? Da klicken wir uns den Wagen an mit Steuerung und dann Linksklick drauf. Gehen hier auf Operations und dann sind wir hier Destination und haben hier diesen Pfeil. Sobald ich dann da aufklick, komme ich quasi zu der Location von diesem Gleis. Kann ich mal umsehen. Und das hier ist quasi der nächste Bahnhof. Wir sind da hinten, hinter der Ecke. Soll heißen, wir kommen hier mit dem Güterzug rein. Würde sagen, bleiben dann hinter diesem Straßenübergang hier stehen. Und den abkuppeln, fahren hier nach hinten rein. Und dann hier hinten so ran. So theoretisch der Plan. Jetzt können wir die Weichen kontrollieren. Die passt hier schon mal. Die da unten müsste auch passen. Die passt aber nicht. Und ich meinte, die nächste da hinten auch nicht. Da hinten geht es zum Holzfäller. Schauen wir uns auch noch an. Okay. Ich glaube, dann machen wir bereit zur Abfahrt. So, warte mal, unsere Lok hier nochmal anklicken. Und hier mal Follow. Und ich lasse jetzt erstmal die KI fahren. Orders, Road, Reverse. Ich würde sagen 25. Los geht's! Ich soll mich lauter machen oder das Spiel lauter? Hab ich ansonsten mal ein bisschen hochgedreht. Also ich hoffe, das passt jetzt so von der Lautstärke. Sonst mache ich mal die Lok ein bisschen leiser. Ich glaube, die dröhnt ein bisschen. Vor allem, wenn sie Gas gibt. Okay, also ich habe die Lok jetzt mal ein bisschen runterdreht. Ein bisschen das ganze Spiel. Ist jetzt schon penetrant laut. Moment mal. Ist hier... Switch against. Ein Fehler. Hat die KI gut gemacht. Ich habe das hier falsch gemacht. So. Follow. Wisst ihr was?
Wir fahren selber. Weichen kommen übrigens auch auffahren. Da passiert aber nicht sehr viel. Außer, dass es sich umlegt. Es gibt aber Instandhaltung von der Strecke, was ich gehört habe. Wie im Detail das aussieht, weiß ich noch nicht. Ich habe erst, wie gesagt, 2 Stunden plus Videos im Spiel jetzt erstmal verbracht. Und hat jetzt den Stream. Also bin noch kein Profi hier drin. Das sind noch keiner, bis auf die Entwickler. Boah, ist das Ding laut. So, ich drehe es gerade noch mal ein bisschen runter. Also ich noch mal ein bisschen nach oben. Vielen lieben Dank für den Sub. Ich glaube, wirklich viel schneller sollte man hier nicht werden. Ich gehe mal weniger Gas, dann ist er nicht ganz so laut. So, dann rollen wir hier mal rein. Und ich wundere, dass es hier noch ein bisschen leer aussieht. Mehr Gebäude sollen kommen. Beziehungsweise vermute ich mal, dass auch durch Upgrades sich das ein bisschen verändert. Werden wir noch herausfinden. So, blockiere ich jetzt die Straße? Nee. Wunderbar, dann können wir hier mal so stehen bleiben. Glocke wieder aus, Dankeschön. Und werden hier mal abkuppeln. Heißt, beziehungsweise, ist was, machen wir mal mit der Handbremse. Noise Orders Road. Vorwärts. Ah, nee, Reverse, Entschuldigung. Die steht ja falsch rum. Ne, was gefällt dir jetzt nicht? Das gefällt dir nicht. Das zweite Mal. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Wunderbar. Sehr gut. Warten wir, bis sie hier vorbei ist. Nice. Vorwärts mit 10, bitte. Ich meinte, der ist schon mal richtig. Haben wir hier noch den Übergang, brauchen wir noch den hier. Perfekt. Können wir wieder rein. Und wir fahren selber. So. Wäre natürlich schon irgendwie ein nettes... Cool, ich stehe selber da. Was passiert da jetzt gleich? Alles klar. Das muss so. Ich bin da jetzt hinten auf dem Wagen rauf. Und gebe Signale. Na, wie weit willst du das hier noch rein? Ja, ich würde sagen, ein bisschen noch hier rein und dann ist gut.
Perfekto. So, wir haben es überlebt. Dann können wir den Wagen hier mal deponieren. Geil, wieder 65. Und die Handbremse, wo ist sie denn da? Perfekto. Lieber Kollege, du kannst rückwärts 15 fahren. Und dann geht's weiter. Jetzt können wir mal schauen, was hier der nächste Auftrag ist. Und zwar haben wir hier Holyfield Heating Oil. Operations Destination. Oh, das ist das Gleis hier. Ah, das ist jetzt nicht ganz so praktisch. Jetzt habe ich ein Problem. Beziehungsweise, ich glaube, wir werden die zwei Güterwagen hinter den Passagierwagen mal ankoppeln. Den dann auf dem Gleis hier hin und auf dem hier umfahren, damit wir es da hinten reinschieben können. Irgendwie so. Liebe Lok, du kannst mal wieder anhalten. Wir haben ja gerade mal ein bisschen zu weit. So mein Plan, weil dann könnte man von hier eine Passagiere mitnehmen in die nächste Station. So ungefähr der Plan. Ja, doch, so machen wir das. Also, Kollege. Vorwärts 10. Beziehungsweise select follow. Mach ich mal schnell selber. Ach nee, Moment mal. Ich kann auch einfach direkt umfahren mit beiden da hinten rein. Ja, das geht einfacher. Habe ich gerade ein bisschen zu kompliziert gedacht. Einmal so, dankeschön. Kriege ich die Weiche von... Na, kriegst du noch nicht. Hat's noch einen Range drauf, ab wann man hier die Sachen umlegen kann. Kann man natürlich hier einfach nach vorne gehen. Einmal so und einmal so. Dankeschön. Sehr wunderbar. Und Retour, dankeschön. Sehr nice. Einmal ran hier. Ah, Handbrake. Hab ich hier dran, ne? Release. Kannst du wieder nach vorne?
Ja, also wenn die Strecke dann mal voll ist, glaube ich, wird im Multiplayer die Arbeit definitiv nicht ausgehen. Wenn man dann gerade hier die ganzen Nebenindustrien bedienen darf, dann noch die Passagierzüge. Ah, da ist ein bisschen was geboten. Ich glaube, da können wir eigentlich ganz froh sein, dass die Strecke nicht noch größer ist. Oh, hinter die Weiche hier. Wunderbar. Den Doren. Perfekto. Wir könnten uns eigentlich da mal eine Personenwagen von innen anschauen. Ich meinte, ja, man kann hier rein. Weiß, ab rein in den Pullmanwagen. So, ich mache mal den Beschrieb wieder an, damit ich dann sehe, wann es für ihn passt, dass er drin steht. Doch ein bisschen nach hinten. Das finde ich jetzt aber noch spannend. Wie weit bist du nach hinten? Ach, das ist wirklich hier noch der letzte Abschnitt. Jetzt ist er glücklich. Gut, anhalten. Handbremse rein. Und wir haben Geld gekriegt. So, weg hier. Ich will ja hier noch ein bisschen Strecke machen. Ich könnte eigentlich mal Follow auf den Wagen hier machen. Es ist schon geil, wie sich hier alles einfach mitbewegt. Also, ich würde sagen, Lok umsetzen und dann geht's wieder Tinder voraus. Oh ne, warte mal. Anderer Plan. Wir tun die Lok mal umdrehen mit dem Güterwagen. Und werden dazu mal das Gleis hier nutzen. Möchte man da wieder rein? Ich glaube, Steuerung 0 und ich komme wieder rein. Ja, genau. Na, mein Dreieck da auf der anderen Seite einmal Retour fahren und dann schauen wir wenigstens mal in die richtige Richtung. Schon mal etwas. Wunderbar. So, achso. Recam. Können wir einmal den hier machen. Ich glaube, es müsste passen. Ja, wunderbar. Es wäre natürlich interessant zu wissen, was passiert, wenn man die Weiche betätigt, wenn eine Waage drauf ist oder zur Hälfte drauf ist. Ob er dann einen Drift hinlegt oder nicht.
Im letzten Moment noch. Bitte stehen bleiben. Und gerade wieder. An der Richtung. Sehr gut. Ich meine, jetzt sind wir hier nur in dem ersten Bereich. Wie lange das Stream jetzt knapp ist? Ja, eine ganze Stunde. Nur hier beschäftigt gewesen und dann schaut euch mal die ganze Strecke hier an. Also ich glaube, du musst dann die Zeit de facto 1 zu 1 einstellen, so wie ich jetzt, damit du da am Tag hier überhaupt was erreichen kannst. Oder du machst, keine Ahnung, Tag 1 irgendwie nur den Bereich, Tag 2 den anderen. Oder hast echt viele Spieler im Multiplayer. Ich glaub, also 16 glaube ich sonst ja sein maximal. Ja, sehr viel Arbeit hier. Ja, hier ein bisschen nach unten. Und es wäre natürlich nur schön, wenn man dann hier selber feuern kann, aber momentan läuft es vollautomatisch. Ah, shit, ich habe da was vergessen. Und zwar den hier. Sowie auch den. Da hinten meinte ich, müsste es eigentlich passen. Ja, da passt es auch. So. Bis wir da mal komplett durchgefahren sind, werden wir den Passagierwagen erstmal so einstellen, dass er in die nächste Station fährt. Beziehungsweise, dass die Passagiere wissen, dass wir in die nächste Station fahren. Und so werden wir den mal hier anklicken. Und jetzt hier Operations, na Passengers glaube ich war es. Und dann sagen wir hier, dass wir nach Ella Station fahren. Das ist das nächste. Klicken das hier an. Und dann steigen hier schon die Leute ein. 25 Passagiere warten. Und dann wird das hier langsam voll. Leider noch ohne Personen hier drin. Gehen wir davon aus, das wird dann im Laufe des Early Access kommen. Dass man dann hier die Personen auch drin sieht. Beziehungsweise... dass sie vielleicht hier dann sogar bei der Station stehen. Momentan halt noch nicht. Da. Das ist unsere Lok. Die macht gerade einen Exkurs ganz alleine da hinten. Und fährt schon viel zu weit. Ah, ich bin so ein Coward. Beziehungsweise ich sage ihm jetzt mal... jetzt müsste sie ja doch mal auswählen. Oder Road Reverse 25. Kann man da auch schön während der Fahrt machen, da tut er sanft abbremsen und fährt dann wieder Retour. Und dann sollte er eigentlich, beziehungsweise wir fahren eigentlich auch 30 hier fahren, dann sollte er kurz vor dem Passagierwagen hier anhalten. Theoretisch. Und in Zukunft... wenn ich jetzt hier keinen Passagierdienst machen will, glaube ich, werde ich den auf den Gleis hier abstellen. Weil so blockiert er mir hier die Haupttrasse. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen runter. Immerhin besetztes Gleis. Da wären wir auch schon. So, dann Manuel. Von 60. Ja, immerhin, das sind schon mal ein paar. Dann machen wir da mal möglichst sanft dran. Damit da keiner seinen Kaffee irgendwie verschüttet.
Ah, oh, das klingt so geil, wenn der da ranfährt. Wir gehen mal wieder in die First-Person-Ansicht. Machen das mal hier selber. So, Handbremse. Release. Wunderbar. Hier ist keiner mehr drin. 32 haben wir. Dann sind wir bereit für die Strecke, würde ich sagen. Einmal rein in die Lok. Perfekto. Abfahrt. Das war doch sanft. Da ein kleiner Ruck da. Also es hätte vielleicht nicht geschadet, wenn man sich ein bisschen festgehalten hat, aber war jetzt nicht ganz so grob, finde ich. So, endlich mal ein bisschen die Strecke. Also, wir fahren von da nach da oben hin. Das ist die weiteste Distanz bis jetzt erstmal. Und dann müssen wir hier dieses Brückensegment reparieren. Dazu bekomme ich dann Sachen vom Interchange hier unten, was ich dann da oben hinbringen muss, bis dann irgendwann repariert ist. Und dann haben wir im Part 2 den Abschnitt da. So erstmal der Plan. Sanfte Bravour-Verhältnisse. Wow. kannst du bitte followen? Danke schön. Runter mit der Leistung. Ich bin schon gespannt auf diese Diesel-Lok, wie die dann zum Fahren ist. Ich meine, das wird garantiert nicht unser Hauptpferd hier drin werden, also eher die Dampfloks, vor allem die größeren dann. Aber es ist schon ganz cool, dass es mit dabei ist. Und vorne kommt dann 30 in der Kurve. Ich glaube, nach dieser Kurve ist es. Das wäre es jetzt natürlich, wenn du es jetzt hier rausschmeißt. Ich kann jetzt keine kaputte Lok gebrauchen. Vielleicht bremse ich mal ein bisschen. Hier sind die 30. Beim Sehen. So, und dann sollte dann eigentlich recht schnell Station sein kommen. Ja, und da vorne ist es. Ankündigung für den Halt. Beim ersten Mal wäre ich doch fast komplett vorbeigerauscht.
Er weiß einfach nicht, wie so ein großer Bahnhof wirkt. Der gleich da um die Ecke. Na, da sind wir doch da. Finally. Das da ist das Bahnhofsgebäude. Jetzt fast nicht so, als erst das da erkannt hier ganz am Anfang. Also runterbremsen hier. That war too much. Ah, geil. Einmal kurz rausgucken. Oder? Ne, das war nicht passend. Ah, wobei, wo muss ich eigentlich? Ah, ich muss dann auf das Gleis hier. So. Dann können wir den Wagen gerade mal da lassen. Ja, wird weniger. Okay, die Leute steigen aus. Perfekt. Du bleibst hier mal geparkt. Und einmal abkuppeln. Mal kurz überlegen. Einmal da reinfahren. Wobei ist das schlau? Ja, wisst ihr was? Der Wagen. Wie weit geht das Gleis da? Also wir werden uns gerade mal die Markierung anschauen. Den hier. Operations. Innerhaus IR1. $32 haben wir gekriegt für das Ganze. Okay, das geht doch bis hier nach hinten. Ich glaube, wir werden das mal mit der Lok hier abstellen. Ja, das passt. Ja, das mit der Fischaugenoptik kommt von dem Field of View. Das ist hier sehr freizügig. Wie gesagt, ist irgendwie geil, wenn man das ein bisschen sperren könnte. Dass man es auf Bedarf ändern kann. Aber momentan ist die Kamera ein bisschen wanky. Will ich das jetzt wirklich machen mit der Lok? Ja, ich glaube, ich lasse die Lok mal da für den nächsten Tag. So. Einmal rein da. Das passt hier noch. Ich weiß, das ist nicht sehr effizient, was ich da jetzt mache. Aber meine Idee ist, die jetzt erstmal hier stehen zu lassen. Wunderbar. Und vorwärts. Dankeschön. Also da könnte man schon noch irgendwie so ein kleines Dorf oder so ausmodellieren. Aber das kommt ja alles noch. Seien wir mal froh um das, was wir überhaupt schon alles da haben. Und das ist ja schon recht viel. Und in der Fassung, die ich jetzt hier habe, vor Early Access, ist ja noch nicht mal alles drin. Es wird mir gesagt, dass zum Early Access dann noch einige Features mit reinkommen, was sie jetzt noch geheim halten wollen. Was das ist, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann zum Release vom Early Access. Aber das Fundament ist schon mal richtig gut. So, dann ist. Ja, er hat's drin. Okay.
Also, boah, das Field of View. Der Plan ist, dass ich jetzt dann mit der anderen Lok weitermache, beziehungsweise dann auf den anderen Tag wechsle. Aber Leute, nicht mehr in diesem Stream. Wie gesagt, das war jetzt erstmal nur ein kurzes angezockt und eventuell morgen oder übermorgen, kommt davon, bis man geht. Wie gesagt, mir geht es gerade nicht so toll. Werde ich noch einen Stream machen, beziehungsweise ich werde dann Folgen vorbereiten, auch ein Tutorial. Und fix, glaube ich, sage ich jetzt mal zu, dass wir auf alle Fälle auch am Freitag streamen werden und dann aber länger. Und eventuell habe ich dann schon einen Kandidaten für Multiplayer, dass wir das Ganze hier zu zweit machen können. Aber es macht schon richtig Bock auf das Spiel. Und dann das nur mit 15 oder 16 Leuten zusammen zu spielen. Ja, doch. Ich glaube, das ist jetzt so mein... Also neben SimRail hat es das Spiel des Jahres. Für mich. Hoffe für euch auch. Bis dahin, ich wünsche euch was. Gute Nacht und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.